Sportlehrerin Vanessa Groteberg hat heute den Sozialpädagogen der Schule Henning Braun zur Schwimmstunde gebeten. Die 36-Jährige macht sich Sorgen um Drittklässler Mats. Der traut sich zum wiederholten Mal nicht ins Schwimmerbecken, was mittlerweile zum Spott unter seinen Mitschülern führt. Na, ein kleiner Riesenbaby. Planschst du noch und? Im Bett, Riesenbaby? Hey, Leute, das gibt's doch nicht. Komm, geht mal bitte zum Nicht-Schwimmerbecken nach vorne, ja? Ich muss mal ganz kurz mal mit dem Mats sprechen. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Mats wird durch sein Verhalten immer mehr zum Außenseiter in der Klasse. Die Lehrerin hat deshalb auch die Mutter des Jungen zum Schwimmunterricht hinzugebeten. In der Hoffnung, dass dieser einen Hinweis auf Mats plötzliche Abneigung gegen das Schwimmerbecken geben kann. Ich mach mir echt nur Kopf, er ist überhaupt nicht im Wasser gewesen heute. Ich weiß nicht, wie ich ihn bewerten soll, wenn er da nicht mitmacht. Aber ich kenne ihn ja auch, sonst ist er immer sehr, sehr aufgeweckt. Und heute habe ich mir auch mal ein Bild gemacht und war sehr passiv, sehr ruhig, also ganz komisch. Ja. Ich verstehe gar nicht, was los ist. Also, als ich gerade hier angekommen bin, habe ich gesehen, dass seine Mitschüler ihn geärgert haben. Mobbing kommt beim Schwimmen und beim Sportunterricht eigentlich häufiger und intensiver vor als im normalen Unterricht. Das liegt daran, dass die physischen Fertigkeiten für alle eigentlich sichtbar sind. Und dadurch gibt es noch mehr Angriffsfläche. Unsportliche Kinder haben so noch mehr Minderwertigkeitsgefühle. Und dadurch fehlt es ihnen an Motivation, am Sportunterricht teilzunehmen. Ist irgendwas zu Hause noch vorgefallen? Also überhaupt nichts. Also, wie gesagt, der ist sonst eine richtige Wasserratte. Also ja. Der fragt uns immer, Mama, Papa, wann gehen wir schwimmen und so. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe versucht irgendwie mit Spielen. Also er lässt sich überhaupt nicht motivieren. Du Riesenbaby. Das ist doch unmöglich. Zurück. Bitte, kannst du mal hingehen, Vanessa, bitte? Dass sie mal da drüben bleiben. Also. Wie geht's dir denn heute? Was ist denn los? Dir geht's gut. Dir geht's gut? Ja. Aber so verhältst du dich gar nicht. Ja, dir geht's gut. Schatzi, haben die dich geärgert? Nein. Ich hab das doch gesehen. Sein Spiel. Ne? Mats, bevor ihr jetzt nach Hause fahrt, ne? Ich weiß, du willst bestimmt nach Hause, jetzt war auch der Unterricht ist ja vorbei. Mir wär's aber noch mal ganz, ganz lieb, dass du mir zeigst, wie toll du schwimmen kannst und wie toll du tauchen kannst. Das machst du, Schatz, oder? Weil die Vanessa, die hat mir extra gesagt, dass du das so, so klasse machst. Und ich bin extra heute gekommen, sonst bin ich ja nicht so oft hier. Zeig mal, was du kannst. Und da war er so ruhig. Und jetzt, vielleicht kannst du es jetzt mal alleine zeigen. Ja? Hm. Machen wir das? Der Grundschüler geht sofort auf den Vorschlag ein. Im Nichtschwimmerbecken bewegt er sich völlig angstfrei und zeigt wie gewohnt eine gute Leistung. Für den Familienhelfer Anlass genug, den nächsten Schritt zu wagen, um Mats' Problem auf die Schliche zu kommen. Super! Genau. Ist okay, genau. Dass du was gewonnen hast? Ja? Ja. Schlag dir mal die Hände ein. Ja? Das war ja, echt super. Habt ihr auch super gemacht. War ein Fair Play. Ja, so ist das immer. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt noch mal das Becken wechseln? Weil hier ist es ja flacher. Wir können ja noch mal ins große Becken gehen, wo wir vorhin waren. Ja? Gehen wir da noch mal? Machen wir da den Wettbewerb gleich noch mal? Nein. Mats hat den Wettbewerb sehr gut gemeistert. Es war keine Rede von Mobbing, auch kein Leistungsdruck und er war auch nicht sportlich unfähig. Dennoch war das große Becken weiterhin ein Wunderpunkt für ihn. Als wir dahin wollten, zeigte er sehr große Angst. Ich hatte jetzt nur noch eine Idee und ich hoffe, dass die uns weiterhilft. Liegt es dann jetzt irgendwie am Becken? Hast du da irgendwie Angst vor? Möchtest du gar nicht? Der Papa guckt dir doch jetzt auch zu, Schatz. Der kommt in ein paar Minuten. Wie wäre es denn, wenn wir da einfach nur mal hingehen? Ja, du musst da auch gar nicht reingehen. Lass uns nur mal gucken. Komm, du bist doch so ein klasse Schwimmmeister, das schaffst du, ha? Begleitet von Mutter Paula hat Mats offensichtlich keine Angst davor, zumindest zum großen Becken zu gehen. Henning Braun versucht daher erneut einfühlsam, den eigentlich sicheren Schwimmer vom Sprung ins kühle Nass zu überzeugen. So groß, aber was hältst du davon, wenn wir uns nur das Becken anschauen? Wir müssen auch nicht reingehen. Ja, der Papa kommt ja auch gleich. Und dann kannst du dir mal richtig zeigen, wie gut du schwimmen und tauchen kannst. Wie gerade bei den Jungs. Die waren alle so stolz auf dich. Das schaffst du doch. Nur mal, komm, wir gehen mal kurz davon. Nein. Hey. Die heftige Reaktion des Achtjährigen zeigt, unter welchem enormen Druck der Junge stehen muss. Der Familienhelfer will allein mit dem Grundschüler sprechen, um herauszufinden, warum Mats zwar ins kleine Becken geht, vor dem Schwimmerbereich aber neuerdings wahnsinnige Angst hat. Ich habe schon gemerkt, das große Becken, das gefällt dir gar nicht, ne? Woran liegt das denn? Also wenn ich jetzt das große Becken sehe, das ist es zu kalt? Ist vielleicht zu tief, weil das andere Becken war ja flacher? Nein. Auch nicht?
musst ja irgendeine ganz große Angst haben. Das sehe ich dir an. Weil du bist jetzt ganz anders, als du vorhin im anderen Becken warst. Weißt du was? Wenn du mir jetzt was anvertraust, was du mit dem großen Becken verbindest, warum du so eine Angst hast, dann werde ich dir helfen. Dann werde ich dir ganz, ganz sicher helfen. Und da gebe ich dir mein Indianer-Ehrenwort drauf. Versprochen. Ja? Wenn du mir jetzt einen ganz kleinen Tipp gibst, was da los ist, dann kriegen wir das hin, dass du auch ins Becken kannst. Ja? Linien. Wie bitte? Die Linien. Welche Linien meinst du? Diese blauen. Die blauen Linien? Unten? Was ist mit den Linien? Hast du Angst davor? Okay. Wäre es für dich okay, wenn du ganz kurz einen Moment hier wartest? Eine ganze Minute, ich gehe ganz schnell mal zu den Bademeistern, ich hole was. Und dann machen wir mal ein ganz kleines Spielchen hier. Mhm. Ja? Ich gehe mal eben zu den Bademeistern und organisiere mir schwarzes Klebeband, um die schwarzen Linien im Becken nachzustellen. Vielleicht bekomme ich ja so raus, warum er so große Angst davor hat, beziehungsweise was er damit verbindet. Jetzt stell dir mal vor, wir sind jetzt hier noch außen. Und da ist der Pool, da ist das Wasser drin. Könntest du dir jetzt einfach vorstellen, auf diesen Tee hier rauf rumzuspazieren? Einfach mal probieren, da ist jetzt gar kein Wasser drin. Versuch mal, jetzt einfach mal hier lang zu laufen. Ich mach's mal vor. Das ist ja, wir schwimmen ja nicht, wir haben ja kein Wasser. Ich gehe jetzt einfach nur mal hier ganz normal rauf. Da passiert ja gar nichts. Okay? Kein Wunder, so klein wie die sind, verschlucken die dich ja auch nicht. Was sagst du? Kein Wunder, so klein wie die sind, verschlucken die dich ja auch Die sind nicht. So klein, die verschlucken mich nicht. Und die anderen, die würden dich verschlucken? Das verstehe ich nicht. Kannst du, probier mal, geh mal rauf. Und kannst du jetzt auch langlaufen? Ohne Probleme, hast keine Angst. Also du hast gesagt, die verschlucken dich jetzt nicht. Das heißt, die anderen Linien, die im Pool sind, die würden dich verschlucken. Okay. Ja, ist ja alles gut gemacht. Ich bin jetzt, also du hast gar keine Angst. Wäre es für dich okay, wenn wir einfach nur mal zum großen Becken gehen? Nur gehen. Ja, du musst da auch nicht reingehen. Und wir gucken uns die Linien da nochmal an. Okay. Ja? Der Familienhelfer weiß jetzt zwar, wovor der Grundschüler solche Angst hat, aber woher die skurrile Furcht so plötzlich rührt, ist immer noch offen. Um Mats zu helfen, will der Pädagoge dem Jungen im Schwimmerbecken zeigen, dass dort keine Gefahr droht. Mats Vater ist mittlerweile auch eingetroffen. Ich weiß, du hast ganz große Angst. Ist das okay für dich, dass wir jetzt hier sind erstmal? Ja? Du musst ja auch nicht reingehen. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal alleine rein. Ja? Und dann zeige ich dir, dass diese Linie auch überhaupt nichts mit dir macht. Okay? Und du wartest kurz hier, ja? Man sollte Kinder nur so weit zum Sport motivieren, wie sie auch Spaß haben. Man sollte ressourcenorientiert arbeiten. Das heißt, auch die Kinder dort abholen, wo sie sich gerade befinden. Als Lehrer bzw. als Pädagoge ist es auch immer gut, die Kinder mit den individuellen Leistungen zu vergleichen. Das heißt, wie hat sich das Kind in der vergangenen Zeit entwickelt? Nach dem Motto, das Kind ist jetzt stolz, ich kann was. Man sollte die Kinder nicht immer mit der Gruppe vergleichen, weil dann kann es auch zu Minderwertigkeitsgefühlen kommen. Schwimmen wir jetzt mal weiter zu den Linien. Vorsicht, Papa hat gesagt, die Linien verschlucken dich. Was machen die Linien? Die Linien verschlucken dich. Die verschlucken dich? Die machen gar nichts. Doch, Papa hat's gesagt. Der Papa hat was gesagt? Kannst du den Papa mal holen, vielleicht? Papa! Matze, hey, hör mal zu. Ja. Das mit den Linien, ne? Bei unserem Geheimtraining. Das habe ich dir erzählt, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Weil du immer kreuz und quer durchs Becken geschwommen bist und so. Ich wollte damit nur bezwecken, dass du gerade auf einer Linie schwimmst, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, ich weiß auch nicht. Gut, Kinder sind jetzt nicht so reflektiert wie wir Erwachsenen. Die nehmen sowas dann halt auch schneller ernst und können ja. Dann auch Ängste entwickeln. Hast du mitgekriegt, dass Papa Quatsch erzählt hat? Der wirklich total leid, du bist doch ein guter Schwimmer, du kannst da wirklich rein. Vater Nico hätte nie damit gerechnet, dass der Achtjährige seinen flapsigen Ansporn für bare Münze nimmt. Aber nachdem Papa die Sache richtig gestellt hat, lässt sich Sohnemann Mats überreden, es doch noch einmal im Schwimmerbecken zu versuchen. Komm, zeig mir, was du kannst. Super, Schatzi. Und du kannst super schwimmen. Ja, siehste. Also aber ganz wichtig, gerade was man den Kindern mit auf den Weg gibt. Ne? Also ein Spaß ist ja okay, gerade wenn die Kinder älter sind, aber dafür ist er zu jung. Der versteht das nicht. Ich bin ja froh, dass sich das jetzt aufgeklärt hat. Der vorhin im normalen Becken ist er ganz normal geschwommen. Also hat gewonnen, auch beim Tauchen. Deswegen war es jetzt wirklich nur, lag's an den Linien. Komm raus. Für mich war es natürlich wichtig, dass ich den Eltern noch mal erkläre, dass es immer auch wichtig ist, was man den Kindern auf dem Weg gibt. Solche Sätze wie, die schwarzen Linien können dich einsaugen, nehmen manche Kinder gerade in dem Alter noch sehr, sehr ernst.
Jetzt wissen die Eltern natürlich Bescheid und werden reflektierter damit umgehen. Und ich denke mal auch, die Angst ist jetzt bei Mats vorbei. Und er kann wieder so schwimmen, genauso wie im Nichtschwimmerbecken. Für Mats war es wichtig, dass seine Ängste ernst genommen wurden. Und auch, dass Vater Nico seinen Fehler eingestehen konnte, hat geholfen, dass der Junge sich jetzt erneut ohne Furcht wieder ins tiefe Wasser traut. Mats' Leistungen im Schwimmunterricht sind seitdem wieder sehr gut.